蓝瑶已经到了机场，不管他的哪班机，我们会跟上。Moment mal, wir fliegen jetzt nicht in ein anderes Gebiet, oder was? Moment mal. Momentchen mal, das ist doch... Listen, Amanda. We're going to move to Los Santos. Start over. I made a deal. The slate will be totally wiped clean. Hey, everybody, pay attention. No one gets hurt. Trust me, darling. Look at me. Amanda, it was the only thing I could do. Either everyone dies or one guy gets out. I'm that guy. Slow and steady, team. Slow and steady. His name is Dave Norton. Nice guy. Realist. He gets the glory. I get out. It's not even a decision. Amanda, I don't have a choice. Do you want to die here where it's always snowing? Or do you want to go and live where it's always sunny? All right, you want to live? Tell me you want to live. Work this out. This out. Okay, das... Wir kommen jetzt wohl mal in kleine Vorgedanken. Ah, warte mal, ich will mal ganz kurz einen Blick auf die Karte werfen. Ich will nur mal einen kurzen Blick auf die Karte erhaschen, die ich nur nicht sonderlich verkleinern kann, was schade ist. Und wahrscheinlich ist das nur auf dieses Gebiet begrenzt, aber das ist ja genial, dass wir mal das übliche Gebiet verlassen. Und ja, wir denken jetzt mal von Folge 103, welche das hier ist, auf Folge 101 zurück. Ja doch, das ist Folge 103. Da sind wir nämlich hier lang gefahren, um vor der Polizei zu flüchten. Richtig, und da ist jemand gestorben. Nothing. Yeah, I hear you. We gotta follow the plan. Everything will work out. I did the deal, Amanda. It's over. Baby, we get out. Be happy. Be normal. It ain't supposed to go down like this. Das wirft immer mehr Rätsel auf, aber okay, ich lasse mich hier gern davon überraschen. Aber schön, dass man hier doch nochmal in ein anderes Gebiet kommt. Das ist cool. Alter, das ist richtig genial. Baby, we are home free. It's over. This is fucked, man. The thing is blown. Just this one job and everything is done. Everything is done. Everything is done. Ach so, ja, stimmt. Es wurde ja gesagt, dass wir gestorben sind. Ihr kommt aber wohl nicht durch, okay. Dann müssen wir mal einen Umweg in Kauf nehmen. Ich sollte mich zum Grab begeben. Warum komme ich denn hier nicht durch? Nee, hier komme ich schon mal nicht rein. Obwohl ich mich zum Grab begeben sollte. Ja, macht Sinn. Aber vielleicht gibt es ja noch andere Wege, die wir hier einschlagen können. Wie wär's hier rum? Yay. Das hilft uns zumindest weiter. Aber was ich noch sagen wollte beim Theaterstück... Was ich ja sehr erstaunlich finde, ich meine, man selber hört sich ja doch ganz anders, aber viele sagen halt, dass meine Stimme doch sehr glaubhaft und auch sehr angenehm weich klingt. Das finde ich immer wieder erstaunlich. Oh. Hey, you're wasting your time. Is that why you flew out here? Huh? Tell me I'm wasting my time? Go ahead, dig it up. I don't give a shit. Yeah, that's what you look like. The guy who doesn't give a shit. That's ridiculous. How long are you gonna keep lying for, Mikey, huh? When's it gonna stop? What happens in the dark comes out in the light. Oh, give it a rest, Trevor. There's nothing there. This is it. Moment of truth. As if I didn't know. Brad,
We do what we gotta do to survive. This thing, it didn't work out the way it was supposed to. Oh, and how was that, huh? With Brad in the can and me in the ground, or both of us in the coffin? Brad got shot. You saw it. He didn't make it. I got shot, I did. That's it. I think the only thing that didn't go as planned was me showing up on your doorstep 10 years later. Mikey, I mourned you. And I missed you. But I got a fucking family, Trevor. We were all gonna die. He did die. You reptilian motherfucker! I didn't want it to come to this. Yes, you did! You just don't have the fucking balls to do it! But I do! I got more to lose than you. Never a truer word has been spoken, brother. Now pull the fucking trigger! You ain't got the guts. Take the fucking shot! Who is that? Fuck! God! Fuck! Trevor Phillips! Mr. Chow has requested a word! Hey, ho-ho! I'm not the guy you're looking for! Hey, Tazimit! Get the boyfriend! Boyfriend? Motherfucker. Was? Ach du Hilfe. Ja, wir sind ja in einen kleinen Hinterhalt geraten, habe ich zumindest das Gefühl. Aber gut, das werden wir schon irgendwie wieder lösen. Momentchen mal. So, jetzt müssen wir nämlich hier erstmal aufpassen. So, zack. Der nächste bitte. Herr Doktor, alle ignorieren Sie mich. Der nächste bitte. Und irgendwie müssen wir hier noch rauskommen. So. Dann hätten wir das schon mal geschafft. Ein bisschen doller haben wir. Ach du Hilfe, Wanner. Wie ging ich nochmal in Deckung? Warte. Wo war die Deckung suchen? Nee, warte mal. Deckung suchen? Ach ja, so. So, da können wir hier nämlich bequemer zielen. Aber das ist schon heftig. Hier auf dem Friedhof. Naja gut, da ist der Weg wenigstens zur Begrabungsstätte nicht allzu weit weg. Das ist auch ein Vorteil, den wir daraus ziehen können. So, weg mit euch. Jetzt müssen wir halt nur aufpassen. Wie ist die Verfassung? Die ist noch recht gut. Und schnell wieder ducken hier. Ja, die sind jetzt hier überall. Das ist halt das Problem. Da musst du halt echt aufpassen hier. Hier war nämlich auch noch jemand. Ich krieg dich noch da. Gut, nehmen wir erstmal den hier, bevor wir den nächsten bekommen. Ja, die Folge, die ist auch ein bisschen länger. Ich weiß, aber das sollte nicht das Problem sein. Haha, Skillshot. Der lebt aber noch. Ja, die machen wirklich einen großen Fehler, mich anzugreifen. Mich Overskiller. Ich habe in Counter-Strike den weltexklusiven World First Ultra Platin Hyper Rang. Weil ich halt, ja, von einem Ende der Map bis zum anderen alle treffe. Und das ohne Aimbot und Wallhack und sowas, ne? Das ist selbstverständlich. So, hier drüben stand nämlich auch noch einer. So, raus hier. So, und schnell hier hinter. Ah! Ja gut, wenn der schon so nah vor mir steht, na dann... Warte, den kriege ich auch noch. Okay, so weit reicht die Waffe nicht. Leider. Okay, jetzt muss ich nur aufpassen. Warte, hier ist nämlich auch noch jemand. So, nächster getroffen. Nee, den da drüben wollte ich treffen. Pass auf. Den haben wir. So, nochmal eins nachgesetzt. Sehr schön. Genau, Trevor und ich sind keine Freunde, also. Was wollt ihr hier? Aber ich glaube, die Ausreden, die werden nicht viel helfen. Ah, verdammt. Ich krieg den noch da drüben. Das war ein großer Fehler, mich so anzugreifen, ne? So, du kannst doch ruhig am Boden liegen, das macht mir auch nichts aus. Dich krieg ich auch noch, zack.
Ja, warum schieße ich eigentlich nur mit der Pistole? Das macht mir irgendwie am meisten Spaß. Fragt mich nicht, warum. So, zack. Nächster Schuss. Hat getroffen, hoffentlich. Der hat auch gesessen. Ich warte jetzt nur auf den nächsten. Haha, hier war ich. Ah, trotzdem nicht getroffen, aber egal. Na komm, jetzt zeig dich hier. Und Treffer versenkt. Der ist da noch hinter. Gut. Haben wir das soweit? Jetzt müssen wir nur irgendwie zu... Hilfe. Wir müssen irgendwie zum Auto kommen, meinte ich, aber das ist gar nicht mal so einfach. Gut, dass wir uns wenigstens noch ein bisschen erholen. So, nächster ist noch nicht ganz down. Warte mal, das kriegen wir aber noch hin. Gut, den haben wir erledigt. Schnell in Deckung. Du bist da hinten, das weiß ich. Gut, nehmen wir erstmal den. Laden wir nochmal nach. Oh, gut getroffen. Also so ganz so blöd bin ich nicht so. Dich habe ich doch hoffentlich getroffen hier. Na komm, hinter in Deckung bitte. Sauber abgeräumt, würde ich mal behaupten. Nein, das behaupte ich mal. Gut, raus aus der Deckung. Wir müssen hier aber garantiert gleich nochmal in Deckung gehen. Wegen solcher Typen, genau. Der ist schon mal erledigt. Da hinten haben wir auch noch jemanden. Gut. Ich muss mich nur gerade ein bisschen konzentrieren. Das ist aber normal. Du bist am Arsch. Nee. Was will ich am Hintern von jemandem? Außer den Hintern einer schönen Frau berühren. Also tangieren. Aber das ist ja nun wieder eine ganz andere Sache. So, jetzt müssen wir ja mal ein bisschen vorstürmen. Ein bisschen auf Stormtrooper machen, ne? Ah ja, da hinten, da sieht man, da kann man es erahnen, dass da jemand sein soll. So, warte mal. Zack. Der ist doch hier irgendwo. Warte mal. Jetzt machen wir hier mal einen auf Kamikaze. Sollte denen ja bekannt vorkommen, ne? Sind die immer noch nicht erledigt, oder was? So, jetzt aber, bitte. Danke. Oh, ich habe noch irgendwas aufgesammelt. Yay, ein paar Dollar. Ich höre da was. Verdammt. If you were local, you'd know the train comes by right now. Oh nee. Trevor. Fuck! You got nowhere to go, boyfriend. Alright, alright. Get out the fucking car. Verdammt. Gut, dann fliegen wir jetzt erstmal zurück. Was auch immer das hier für eine Aktion war, ich kann es nicht genauer definieren. Ja, wir kommen wohl zurück nach San Andreas, besser gesagt. Ja, na sehr schön. Trevor Phillips Industries. Mr. Phillips, this is Wei Chang. You know my eldest son Tao. Yeah, the ex-nut. Backed out of a contract we agreed on. How is he? Still learning the ropes, thank you. My friends miss you in North Yankton. I was hoping we could talk. Ha! Was that your people? Ah, of course. Sorry I had to cut out. Your operation causes problem for me. I want to expand into Blaine County, but your business and your temperament prevent me from making inroads. Oh, well, too bad. I don't know what you can do about that. I've already done something. We have your lover. Whoa, 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 whoa. My lover? Michael DeSanta. You live in your trailer together with the maid. And then you were alone in that big house.
Well, you're clearly very close. You know, how much will you give up for his safety? My lover! Yeah, right! It's a tough break. I never want to double-cross a friend and put him in danger, but you gotta do what you gotta do. My business ain't going anywhere. I'm serious about this. He will die. Tell him I love him dearly. Ah, der Trevor, ey, das ist so ein Typ. Meine Güte. Ja, ob das mal überhaupt noch gut gehen wird, verdammt, warte mal, ich brauche einen besseren Anflugwinkel. Ich muss ja irgendwie zum Flugplatz zurückkehren. Wie habe ich denn hier eigentlich die Teile ausgefahren? Ja, wollen wir mal einfach noch hier SMS lesen nebenbei. Hat bloß noch so wenig geschildert, dass man glauben könnte, er wäre raus aus dem gekommen zum Motel. Okay, warte mal. Ach! Warte! Wir machen das jetzt ganz krass hier. Wie habe ich denn hier die Zeile rausfahren lassen? Ja. Irgendwie muss ich das ja noch zum Landen bringen. Ach komm. Egal. Das Flugzeug steht so. Keine Ahnung, wie man jetzt die Dinger rausgefahren hat. Steigt wieder in das Meine Güte. Man kann es aber auch kompliziert machen hier. Ja, und du? Ach so, das Flugzeug steckt fest. Yay. Wow. Das überrascht mich jetzt, ja? Lass mich raten, ich darf jetzt den ganzen Weg... Oh Gott. Ja, das kennen wir bereits. Ich möchte nur gerne wissen, wie ich hier die Dinger ausklappe. Ja, hallo? Nee, so schon mal nicht. Das wird auch nicht klappen, weil das Flugzeug jetzt nämlich abstürzt. So, und wir sind ins Wasser gefallen. Trevor ist tot. Ja gut, kann man nachvollziehen. Ja, aber irgendwie fährt man doch da die Landedinger aus. Es muss doch irgendwie auch funktionieren hier. Aber da hätte ich mich nur gefreut, mit welcher Taste man das hier... Ach, okay, mit dem linken Stick, yay. Sehr schön, damit ich das jetzt auch mal weiß. Aber währenddessen ich hier noch verzweifelt versuche, zurückzufliegen... Was ist eigentlich aus YouTube geworden, Leute? Ich meine... Du merkst, ja gut, den Anruf, den hatten wir bereits, ne? Was ist da eigentlich draus geworden? Ich meine, der, ey, wann ey, denkt jeder, nur weil er jetzt Videos macht, wird er ganz groß? Oder denkt er, er wird ganz toll, nur weil er drunter schreibt, hier, tolles Video, Abo plus Like, machst du das auch bei mir? Nein! Nein! Ich abonniere nur die Leute, die mir auch gefallen. Und man kann mit meinen 28 Jahren auch verstehen, dass ich nun keine 12-jährigen Kiddies abonniere, die so denken, yay, YOLO ist weg, ich bin der Allertollste hier und so weiter und so weiter. Nee, Leute, ich abonniere den, wo es passt und was mir auch aufgefallen ist, da gibt es manchmal auch so sinnlose Kommentare wie, Nightcore finde ich total sinnlos. Ja gut, dann musst du das nicht schauen. Und ja, ich weiß, ich verspreche mich auch manchmal in der Partnummer. Das ist ja auch nicht schlimm, wenn man darauf aufmerksam macht. Aber muss man das Video auf einen einzigen Fehler reduzieren? Das wird nämlich der ganzen Arbeit von mehreren Stunden auch nicht gerecht. Da wäre es doch mal ein bisschen toller zu sagen, ajo, ist mir aufgefallen. Aber ansonsten richtig cool und so weiter. Schön, dass du das machst. Aber okay, ich bin im Internet unterwegs. Deswegen ist das alles Wunschdenken. Aber naja, gut, kann man halt nichts machen, ne? So, jetzt müssen wir nur möglichst den Winkel flach setzen. Gut, genau so. Nee. Ja, gut, es dauert noch ein bisschen. Zack, erstmal ein bisschen rum. Aber Trevor ist nun auch nicht der beste Pilot. Das war, glaube ich, Michael. Und Franklin hatte
Ja, wie soll man das sagen? Franklin hatte eher den Part des Schießens, oder? Nee, wie rum war denn das jetzt ganz genau? So, wo ist jetzt das Teil? Ich möchte bitte wissen, wo das Ding ist. Ach so. Das Kriegsbeil begraben. Ja, hat ja auch voll geklappt. Das hat ja auch super geklappt hier. Naja, auf jeden Fall nicht so. Kontrollpunkt, Kontrollpunkt, yay. So, und weiter. Eigentlich nicht, weil ich jetzt nämlich, warte mal. Bei der Benutzung der Flugzeuge und Hubschrauber sind jetzt automatisch Fallschirme ausgerüstet. Yay! Okay. So, dann lass uns mal aussteigen. Sehr schön. Gut, was können wir jetzt eigentlich noch machen? Richtig, den Part beenden, denn ich hoffe, er hat euch soweit gefallen. Für eure Unterstützung danke ich euch allen und genau deswegen sage ich im nächsten Part zu Let's Play GTA 5. Sieht man sich.